Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf der Ungezahn. Ja, oh nein, das schon wieder. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Ich habe den Futtermischwagen heute Morgen, also Real Life heute Morgen, gefüllt und es war eine perfekte Mischration. Und jetzt so eine Kacke. Naja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ob das am Futtermischwagen liegt oder an was auch immer. Auf jeden Fall habe ich frohe Neuigkeiten. Und zwar habe ich mit einem Landwirt aus dem Dorf geschnackt. Und der meinte, er hätte jetzt noch Fläche zu verpachten, weil der einfach das nicht mehr bewirtschaften kann. Aus Altersgründen und so. Jetzt habe ich hier die Fläche 76 gepachtet. Da steht Mais drauf. Das ist auf jeden Fall gut, weil Mais haben wir so jetzt noch nicht. Und die Silos sind jetzt auch noch nicht ganz voll. Da muss auf jeden Fall noch was rein. Es will über den Winter kommen. Ja, ich wollte jetzt noch Gülle fahren wegen dem Klee. Bin ich gerade hier beschäftigt. Wir haben nämlich jetzt wieder einiges an Gülle. So. Ah, wir sind schon voll. Perfekt. Habe ich schon voll gemacht. Wir können ja einmal reingucken. Unsere Füllstände. So. 25 Kubik und nochmal 5. 30 Kubik, also mit unserem 8 Kubik Fass. Haben wir da auf jeden Fall ein bisschen was zu fahren, so. Jetzt gehen die Gänge hier nicht rein, was soll denn das? Einmal aus. Ach, ich habe wieder die Bremse anstatt die Kupplung getreten. Meine Güte, Alter, was ist denn da los? Ja, Mist haben wir auch ziemlich viel, da weiß ich allerdings noch nicht, ob wir, wo wir den hinlagern. Wie gesagt, wenn wir unseren neuen Kuhstall bauen, da ist dann auch genügend Platz. Da werden wir dann ja auch, denke ich mal, den Anbindestall leer machen. Oder ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt, zum Laufstall umzubauen und da dann auch Kälber drin zu halten. Da würde man wahrscheinlich, ja, 20 bis 30 Kälber drin halten können. Ah, oh, ist schwierig. Nochmal kurz out of story. Das ist natürlich auch schwierig, weil die Giants-Kühe riesig sind und man da keine Kälber darstellen kann. Ja, da vorne ist gleich unser Maisacker. Wir fahren jetzt allerdings raus zum Klee. Ich weiß gar nicht, irgendwer meinte mal, dass die Düngeverordnung gekippt wurde. Ich kann mich da jetzt aber nicht. Ei, Witzka. Da ist der Maisacker. Ich kann mich da jetzt allerdings an nichts erinnern. Deswegen fahren wir lieber mal nicht mit der Gülle aufs Feld. Und das ist leider auch ohne Fahrgassen gesät. Gut, müssen wir mit leben. Und da habe ich mir überlegt, da werde ich als nächstes Kartoffeln drauf anbauen. Da muss ich allerdings noch gucken, wie ich das umsetze. Weil wir haben jetzt Kartoffeln von einem anderen Bauern und die müssen wir recht teuer ankaufen und im Land, im Hofladen gehen die sehr, sehr gut. Also, dies ist wirklich eins der meistgefragtesten Produkte. Klar, Hofladen, zumindest ich komme ja ursprünglich aus dem Norden, also, oder ich wohne im Norden in Real Life. Und mit einem Hofladen verbinde ich noch mehr Kartoffeln als Milch. Kartoffeln und Eier sind so das, oh shit, was ich so am meisten damit verbinde, mit einem Hofladen. Weil bei uns, es gibt sogar nicht mal Stände, die nicht mal einen Hofladen haben. Also so Selbstbedienungsschränke, einfach nur ein Schrank, wo dann eine Kasse drin ist, wo es dann natürlich auch Vertrauen geht. Und wirklich, da sind eigentlich immer Kartoffeln und Eier. Das sind so Sachen, die gibt es häufiger als Milch bei uns. Ach, Milch wird ja auch irgendwann schlecht, Kartoffeln nicht. Also von daher, das ist nur kurz out of story, real life story. Ja, ich nehme das Video jetzt auf, aber zu dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen ist, ich habe gerade erst den Schlepper bekommen. Heute ist Donnerstag, heute kam er an. Mein Schlepper. Auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich natürlich zu weit gefahren. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und da kann ich euch da auch nochmal kurz so nach dem Motto hinter den Kulissen. Ich habe den Schlepper. Habe ich nichts auf sozialen Medien
also auf Insta oder auf YouTube oder irgendwo gesagt. Nur mein Moderator weiß davon, sonst weiß es niemand, nicht mal mein Team. Aber das einfach nur, damit das als Überraschung kommt. Ja. Weil ich das Video gerne als Überraschung bringt mich natürlich auch näher an die Monetarisierung, um nicht zu sagen, dass das mehr Aufrufe bringt. Wir fahren doch jetzt mal mit 15 km/h, weil ich will jetzt nicht so viel Gülle draufhauen. Deswegen fahren wir einfach mal mit 15 km/h, das sollte lang. Fände es auch geil, wenn man irgendwie für Screenshots hinten sozusagen die Gülle aufmachen kann und so, dass er nichts verbraucht. Aber dann, dass man halt auf der Stelle steht, weil so ein Screenshot zu machen ist ein bisschen Damage. Ich habe neulich mal einen Kommentar bekommen, der meinte, ich soll wieder den alten Shader benutzen. Da würde ich einfach mal sagen, mache ich jetzt eine Abstimmung in die Videobeschreibung, alter Shader, neuer Shader, wenn ich es nicht vergesse. Und dann könnt ihr da mal abstimmen, weil das interessiert mich wirklich. Der hier ist so ein Grey-Shader und es kommt natürlich auch mal drauf an, auf meinem zweiten Monitor sieht er komplett, also so das, was ich bei OBS sehe, sieht das komplett kacke aus. Aber so wie ich den LS selbst sehe, auf 4K und alles, sieht er echt geil aus. Deswegen, ich kann das richtig schlecht einschätzen, also stimmt da gerne ab, ob ihr den alten da wollt. Ja, so ein bisschen die Kontraste mehr und weiß ich nicht, wie ich den beschreiben soll und oder den mit diesem Grey-Shader. Ich finde ja eigentlich beide ziemlich nice und ich kann mich da ehrlich gesagt nicht wirklich entscheiden, deswegen ja. So. Erste Fuhr ist leer, ja. Leider ist in unserem eigenen Kuschel auch kein Manual-System verbaut, das ist ein bisschen schlecht. Aber naja, was will man machen? Wir werden jetzt erstmal die große, also die Grube unter unserem Haus leer fahren, weil da gehen maximal 60 Kubik rein. Und das ist halt schon, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal zum Güllefahren kommen. Und 60 Kubik sind halt jetzt nicht die Menge, ne? Und, oi, der Witzger, da habe ich kurz einmal auf OBS geguckt. Und 60 Kubik ist halt nicht die Menge. Gut, in unsere andere Grube gehen auch nochmal, weiß ich nicht, circa 50 Kubik rein. Also, da können wir im Notfall nochmal überpumpen. Aber, ja, da haben wir ja jetzt auch nicht die Riesenmenge. Beziehungsweise da streuen wir ja auch einen Teil dann noch ein. Weiter hinten und vorne haben wir dann halt die Gülle. Also da kommt kaum was zusammen an Gülle. Das ist aber noch was anderes in unserem Linksstall. Den haben wir auch teils Einstreu, teils Spalte. Ich habe auf einer Seite eingestreut und auf der anderen Seite Spalte. Wie er sich jetzt sagt, weiß ich nicht, das ist ja unrealistisch. Bei meinem Onkel auf seinem Hof, da war das früher auch so. Es war Anbindehaltung, zwei Seiten, ganz typisch. Dann gab es noch einen zweiten Stall sozusagen und dazwischen war noch eine Scheune. Im zweiten Stall war nur Spaltenboden und da waren Boxen drin, wo die ganzen Jungbullen drin waren und die jungen Rinder. Dann gab es einen Kälberstall, einen kleinen, der war mit Stroh und einen großen zweiten Laufstall, der war auf Boxen, auf Spalte und auf der Seite waren dann auch waren da noch weitere Kühe und die waren auch auf Spalte. Und auf der anderen Seite war halt mit so einer Mistbahn, mit so einem Mistschieber, den man dann da immer an- und ausmachen kann, der dann so hin und her fährt. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich meine. Also eine typische Mistbahn, wo dann auch so ein Metallding so schräg nach oben rausging. Und ja, da wurde dann der Mist aus dem einen Kälberstall dann jeden Tag rausgemistet und dann da in die Bahn rein und dann hat man den rausgefahren. Und da kam dann halt auch immer Mist und Gülle zusammen, weil Rindergülle ist sehr wertvoll im Gegensatz zu Schweinegülle. Die ist jetzt nicht ganz so geil wie Rindergülle, aber. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach auch immer praktisch, wenn man beides hat und nicht unrealistisch. Deswegen finde ich das schade, dass das in Season so gelöst ist. Aber ich habe mir das ja umgebaut. Ja, da habe ich auch mal gefragt, ob die Leute das zum Download wollen, kam aber nichts. Also gehe ich mal davon aus, dass da jetzt kein Interesse dran besteht. Ist mir auch egal, soll mir recht sein, dann brauche ich da das nicht in eine andere Seasons-Version einbauen, wo ich dann den Shader nicht drin habe. Früher hatte ich auch noch drin eine Wendestufe mehr, aber da das jetzt durch Forge Extension gelöst ist, brauche ich das nicht mehr.
Ich will keine 2-Season-Version oder so in meinem Modhaut haben, weil bei so anderen Mods kann man das mal gut machen. Ja, wie gesagt, ich will keine 2-Season-Version in meinem Modhaut haben. Einfach weil ich nicht weiß, wie sich das dann verhält. Ja. Das ist ja E-Seasons meist plus, das sind solche Sachen, da sollte man. Ist auf jeden Fall schwer, viel oder sollte man nicht unbedingt richtig viel verändern, weil das so Skripte sind, die können dir leicht um die Ohren fliegen. Ich habe da ja jetzt auch recht wenig angepasst. Ich sag mal bei Seasons einmal das mit Gülle und Mist, das ist ein Eintrag und ich glaube, den gibt es auf irgendeinem Channel auf Agrarplay, ist da eine kurze Anleitung bzw. die Zeilenangabe drin. Da muss man nur einen Non, glaube ich, wegmachen oder durch einen True ersetzen oder weiß ich nicht. Und dann hat sich das gegessen. So. Also alles easy. Ja, und bei Mais Plus habe ich mir, wie gesagt, die Futter-Dings angepasst auf meiner Meinung nach realistischer Basis, so wie ich es halt kenne von meinem Onkel, wie die das da früher gemacht haben und ja. Deswegen habe ich es mir auch so angepasst, bloß ich weiß ehrlich nicht, was das mit dem Futtermischback ist. Wenn das jemand weiß, woher das kommt, wie das kommt, dann gerne schreiben. Ich habe einmal, habe ich aus Versehen, ganz am Anfang, wo ich den Futtermischer geholt habe, habe ich aus Versehen einmal Heu da reingemacht. Zu viel. Aber das kann ja jetzt nicht die ganze Zeit sein. Und ich habe wirklich, ich frage mich auch, wieso der nur noch 5000 Liter hat, weil ich habe den auf 10.000 Liter vollgefüllt, richtige Mischung. Ich weiß nicht, 8-9% Getreide, Stroh war auch drin, Heu war drin, Silo war drin. Es hat alles gepasst. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt, dass das. Und solche Bugs, das sind solche Sachen, die triggern mich einfach richtig. Da kriege ich Aggression. Ohne Witz. So, wir setzen jetzt mal an. Oh, wo haben wir denn? Wo waren wir denn? So, mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall nicht zum Ende gearbeitet. So. Das machen wir dann nochmal schnell zum Ende. Ja, die Frage ist dann halt auch, wie viel wir rausballern. Das mit der Gülle ist auch mit dem Mist, den kannst du ja auch. Kannst du dir auch nehmen und aufs Feld kippen, so wie ich das mache, oder hinten auf meine Wiese, auch wenn das nicht ganz so geil ist, wegen dem ganzen, was dann da noch rauskommt, wenn der Mist dann noch feucht ist oder so. Deswegen tue ich da meistens auch nur den abgestandenen Mist hinstapeln. Ja, beziehungsweise unser Mist ist recht strohhaltig, also geht das gut. Ja, und mit der Gülle ist halt so eine Jonglier-Sache. Die musst du einerseits den Lagerplatz haben, andererseits, wenn du sie dann brauchst, ist halt kacke, wenn du sie nicht hast. Deswegen werde ich meine Stoppelecker auch hauptsächlich, denke ich, mit Mist streuen und die Gülle eigentlich für die Wiesen aufheben. Dann brauchen wir auf den Wiesen keinen Kunstdünger verschwenden, weil auf Wiesen Mist streuen würde ich maximal im Herbst machen, weil das dann über den Winter da verrotten kann. Aber allerdings macht das meiner Meinung nach wenig Sinn. Hier irgendwann zwischendrin, weil dann sind da womöglich noch die Mistbrocken drin, wenn man dann mähen will, und das ist blöd. Einfach mal so gesagt. So. Aber jetzt langt die Gülle natürlich nicht hier auf dem Acker. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach an der Stelle eine Zeitraffaufnahme, weil ich habe jetzt schon lang genug gelauert. Ich sehe 14 Minuten gelauert. Also. Und ich wundere mich immer, wieso meine Wiedergabezeit so schlecht ist. Naja, aber ich würde sagen, nach einer kurzen Pause startet dann die Zeitraffaufnahme. Ich mache mir dann noch nebenher irgendwas an zum Schauen, weil sonst, ja. Also dann würde ich sagen, viel Spaß und dann bis gleich. We can run away and leave this.
Ja, da bin ich wieder zurück. Wir können eigentlich noch mal ein bisschen Gas geben. Wir haben jetzt fast alles rausgebracht. Bis auf die 5 Kubik, die in der Grube, und da hinten sind, glaube ich, noch 2 oder was drin. Keine Ahnung. Ah, nur noch einer. Und daher so ein Füllstandsmesser. Und hier pumpe ich jetzt ein bisschen was rein. Einfach, weil ich denke, dass die andere schneller voll geht als die hier. Das füllt sich vielleicht 1 bis 2 Kubik pro Tag, denke ich mal. Also bei Seasons ist ja ein Tag. Man auf 3 Tage spielt irgendwas um eine Woche rum. Aber wir müssen noch Geschwindigkeit, ich wundere mich schon, wie es heute so. Und dreh, zack, machen wir mal den Schlauch weg. Ja, dann haben wir hier jetzt auch wieder ein bisschen Platz, aber das mit der Gülle ist immer ein bisschen Jonglierei. Deswegen hoffe ich, dass der neue Stall dann bald kommt. Wie gesagt, da bin ich jetzt schon in der Planung. Und meine Planung ist so, dass der Baustart soll so vielleicht vor der Ernte noch beginnen. Also, dass wir vor dem Dreschen noch anfangen. Dass wir dann währenddessen, dem Herder die Bauern dann immer noch schaffen können. Einfach, dass wir dann den möglichst schnell bauen. Ja, ich denke mal so, ich weiß gar nicht. Viertel bis halbes Jahr hoffe ich, dass. Ich hoffe, dass das nicht länger noch dauert. So, dann machen wir einen Sommer. Die Reifen, wenn wir da teilweise durch die Gülle gefahren sind, ist das immer schlecht. So, und natürlich auch vom Fass. Nochmal hinten den Palteller. Ja, das Fass ist auch ziemlich, was heißt neu, aber auf jeden Fall jetzt noch nicht das Uralt-Fass, und es geht auch gut. Also, hat man ja gesehen, hat gut funktioniert. Kann ich mich nicht beschweren. Also ja. Gut, ist jetzt kein Riesenfass. Ne? Und hat jetzt auch keinen Schleppschlauch oder sowas. Aber ich meine, für unseren Betrieb reicht das vollkommen. Da weiß ich also nicht, was es da geben soll. Jetzt überlege ich allerdings, wie wir das noch, was wir da als nächstes zu tun haben. Weil rein theoretisch düngen müsste ich nochmal gleich in meine Einträge gucken. In meine App, wo ich das alles manage, wie es da aussieht, wie da jetzt so die ungefähren, kann sich das ja mal ein bisschen ausrechnen, wenn man mal eine Bodenprobe genommen hat und dann da aufgedüngt hat, weiß man ja wie viel und alles, und man kann das ganz gut kalkulieren. So, fast steht hier in unserem Heidewitzka einen Schuppen drin. So. Und ich habe jetzt auch mal überlegt, ob ich noch den Schwader austausche, weil da hätte ich gerne einen konventionellen. Einfach weil das praktischer ist, den können wir dann auch mit dem IAC ziehen. Zum einen das, und zum anderen finde ich den, ich weiß nicht, mit dem kann ich nicht so gut umgehen, muss ich euch ehrlich sagen. Gut, war halt das, was damals dann noch auf dem Betrieb drauf war. Wie gesagt, der lief ja dann noch eigentlich, bis wir den dann halt übernommen haben, also. War jetzt nicht so, dass er dann leer stand eine halbe Ewigkeit und wir den dann Dings haben. Da muss ich dann allerdings nochmal irgendwann zum Händler.
Wir gucken einmal dann das Wetter rein. Hier nicht. Hier haben wir es. Heute, morgen. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, weil ich würde ja eigentlich gerne einen Heuschlitten haben, weil mit Silo weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gut, könnte man in Ballen wickeln lassen und dann verkaufen, aber das lohnt sich nicht. Ja. Hier mit dem Silo, das ist glaube ich die beste Geschichte. Aber wir können doch tatsächlich nochmal zum Händler fahren. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ihr den nämlich schon in Action gesehen habt. Aber wir können einfach mal unseren kleinen IHC nehmen. Den habe ich ja jetzt soweit wieder gerichtet, also. Ein paar Sachen muss ich noch neu lackiert, habe ich den jetzt nicht. Zumindest nicht alles. Ich muss sagen, der gefällt mir auf jeden Fall gut. Vielleicht finde ich für den irgendwann nochmal ein Verdeck. Das wäre natürlich noch besser. Dann können wir den vielleicht auch mal irgendwann einsetzen. Weiß ich nicht. Vielleicht zum Wenden, das dürfte er schaffen. Ich weiß gar nicht, was der Händler so dastehen hat. Ich habe da jetzt länger nicht mehr geschaut, wo ich letztes Mal geschaut habe, stand da eigentlich nichts. Aber anscheinend sieht das da heute besser aus. Also, einfach mal schauen. Ich glaube hier drin, ich weiß gar nicht. Ah ja, da hat auch noch sein Autoanhänger stehen, den wir mal geliehen hatten. Mit 8 Kreisel. Wender, das ist natürlich krass. Hier, der hat doch was. Aber ich weiß halt nicht, was der kostet. Der sieht wie eine neue Maschine aus. Und, ja, schwierig. So, hier, Vicon. Ja, den könnte man sich eigentlich auch überlegen. Muss ich aber auch mal nach dem Preis fragen. Hier einen 313er. Ich glaube, der ist neu. Hat auch eigentlich meine Lieblingsfanfarbe, das ist dieses, ja, kann ich schlecht beschreiben. BKT-Schlappen drauf sogar, ja. Wir können ja eigentlich mal in reingucken, was so, der ist ja in so einem Händlernetzwerk, was die so alles haben, ja. 4,6 Meter. Er hat hier jetzt den stehen mit 3,4 Metern. Ja, aber 3,5. Allerdings sieht er, da ist schon ein bisschen Rost. Da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf. Ich brauche ja was auch funktioniert. Der ist viel zu klein. Das Ding. Nee, nee. Ja, sowas, aber 2,8. Das kann man eigentlich vergessen. Also wirklich was Altes, was so breites findet man da jetzt nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Und 2 Kreisel-Schwader ist halt viel zu groß für uns. Beziehungsweise wüsste ich nicht mal, wo ich den unterstellen soll. Deswegen, ja. Ist das eine schwierige Sache. Ich denke mal, da müssen wir ernsthaft mal drüber nachdenken. Vielleicht auch mal mit dem Händler reden. Vielleicht machen wir Heidewitzka, der Rückwärtsgang. Vielleicht machen wir ja einen guten Deal in Kombination mit dem Dings hier. Mit dem Maishäcksler. Und im Verkauf dann den unseren Schwader. Der ist ja noch recht neu. Ich weiß gar nicht, was der für ein Baujahr hat. Wir können ja gleich mal gucken. Aber der sollte ja noch recht neu sein. Und so, der Betrieb hat ja jetzt auch nicht die Unmengen an Flächen so für. Jetzt haben wir jetzt 33 plus 8. Ja, bin schon ein bisschen spät am Abend, aber sind 33 plus 8, das hätte ich eigentlich rechnen können. 41 natürlich. Außer ich habe mich jetzt verrechnet. Das wäre ein bisschen peinlich. 41 sollten es sein. Ja, da braucht man jetzt nicht die riesen Wiesenflächen, deswegen das Ding, ja. Sind sogar noch Warnhinweise dran. Ich glaube, aber hier war irgendwo das Typenschild. Ah, genau. Was, da haben wir es. Ah, Baujahr 2015. Also recht neu. Ja, 5 Jahre, ne?
aber sehr, sehr wenig Einsatzzeit bekommen. Steht so ein anderes Gedöns drin. Aber ich würde sagen, wir machen einen Cut, bis ich was zu tun habe. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, so, da bin ich wieder zurück nach dem Cut. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Seit dem letzten Dings hier. Seit der letzten Aufnahme. Ja, ich hoffe, das passt jetzt mit dem Sound besser. In den letzten Folgen habe ich das so ein bisschen gemerkt, dass das kritisch war. Ich hoffe, so ist das besser. Ich weiß nicht, mir kommt es jetzt leise vor. Gut, aber was will man machen? Frontlader habe ich jetzt mal abgekuppelt, weil der hat wieder ein bisschen was Probleme gemacht. Ja, und wer sich jetzt fragt, was ist das hinten für ein Gerät daran? Guckt, der Schlepper hört sich jetzt halt schon sehr, sehr leise an. Also, wie gesagt, wer sich jetzt... Ah, insgesamt muss ich ja noch was zu... aktuellen Situation sagen. Ja, ich habe gemäht alle Flächen, habe jetzt schon fast alles gewendet bis hier, bis auf die Flächen hier, wobei die hatte ich auch schon einmal gewendet. Es geht jetzt um den zweiten Wendevorgang, und da müssen wir die erstmal wieder ein bisschen trocknen lassen. So, jetzt geht mein Handy blöd. So, dann schalten wir einmal. Okay, das ist jetzt schlecht. Ich dachte, ich hätte den Zapfen dran gemacht. Ja, jetzt hier kann man jetzt irgendwie auch noch so das einstellen, wo der hinwenden soll. Und wo, wer sich jetzt fragt, wo der Wender herkommt, ja, den hat mir der Landmaschinenhändler ausgeliehen, weil ich bin halt zu ihm gegangen, habe gesagt, ich habe an dem und dem und dem Interesse. Da meint er, ja, du hast doch auch noch einen kleinen Wender, willst du da nicht auch nochmal dich vielleicht noch was Größeres umschauen? Er hätte da was Junges Gebrauchtes da. Ich weiß gar nicht, wieso der jetzt nur wenig gebraucht wurde. Ich glaube dass aber, dass das so ein Vorführfahrzeug war. Das heißt, dass er dann öfters mal bei mehreren Landwirten im Einsatz war. Und deswegen als junger Gebrauchter zählt. Also der hat wirklich kaum was an Stunden gemacht. Gut, das mit dem Tastrad, wenn man das hier so sieht, das ist da ein bisschen kritisch. Aber das passt. Also... das ist eigentlich kein Problem und der ist halt deswegen günstiger. Ich habe jetzt noch nicht genau nach dem Preis gefragt. Wie gesagt, ich wollte ihn auch erstmal ausprobieren. Pöttinger ist halt natürlich schon so von den Geräten so, dass die Elite, würde ich mal sagen. Und vielleicht findet man da auch nochmal was Günstigeres. Bloß wenn der hier günstig ist und die Dinger halten ja auch ewig. Und dann kann ich in 30 Jahren noch Schwaden rein, theoretisch. Wenden meine ich natürlich. Und so insgesamt solche Geschichten. Aber auch, hier beim Schwader natürlich, das wäre natürlich. Und wenn ich den Schwader, den Wender, den Maishäcksler, muss ich mir mal ein Angebot machen lassen, dann muss ich allerdings noch bei der Bank fragen, ob sie mir da nicht vielleicht nochmal einen Kredit ausstellen könnten. Weil bar aus der Tasche kann ich das jetzt nicht bezahlen. Ich weiß nicht, sieht man schon hier irgendwo eine Fläche, ich glaube da hinten so ein bisschen. Aber wie gesagt, bar kann ich das jetzt nicht bezahlen. Das wäre auch ein bisschen schwierig. Wir sind zurzeit nicht ganz so gut bei Kasse. Ja, alle liegt auch daran, dass die Kühe noch keine Milch abwerfen und so eine Geschichten. Ja, allerdings, ja, muss ich mir überlegen, vielleicht verkaufe ich bald einen Teil schon mal der Rinder, weil ich da jetzt schon öfters Anfragen wegen dem Fleisch bekommen habe. Ja, so. Muss ich aber mal schauen. So, jetzt stellen wir den nochmal um. Halt. So, mittig. So. Ja, das muss jetzt dann natürlich auch noch trocknen. Da weiß ich noch gar nicht. Da muss ich nochmal gucken, wie voll unser Heuboden ist, um zu gucken, wie viel wir dann da noch ungefähr drauf fahren können. Und wägen, aber das wird dann erst in der nächsten Folge passieren. Zudem werden wir dann auch den Schwader ausprobieren. Ich denke, einen Teil werde ich offscreen schwadern, weil das ja, dauert mit dem natürlich auch trotzdem noch lange, aber ja. Wie gesagt, wir haben ja jetzt auch nicht ganz so viel zu tun. Und ja, ich habe jetzt auch immer mehr reduziere ich meine Stunden, also dass das hier zum Haupterwerb dann wird. Ich habe ja teils nebenher noch gearbeitet und so, aber ja, ich will den einfach in den Haupterwerb führen. Wie gesagt, Kredite für einen Stall habe ich jetzt schon abgeklärt mit der Bank, das passt alles. Da muss ich den nur noch den Dings sagen,
Da muss ich nur noch, müssen wir nur noch die genauen Vereinbarungen sagen, aber die würden mir auf jeden Fall einen Kredit geben. Und wann das dann halt startet und alles, ne? Aber ich bin ja immer noch nicht ganz entschlossen, was für ein Stall, weil der letzte, den ich eigentlich so auf dem Plan hatte, der war es halt mit dem, da war eher so ein Maststall, das hatte ich da nicht beachtet. Gut, man könnte natürlich auch auf Bullenmast gehen, beziehungsweise auf Rindermast, aber ob das dann so ertragreich ist, da wäre ich mir nicht ganz so sicher, da bin ich lieber auf so einer Mischgeschichte. Wie gesagt, wir haben ja noch unseren kleinen Dings, vielleicht bauen wir bei der Gelegenheit so ein Ding nochmal einfach mit dazu, das war auch recht günstig. Ja, weil Mastrinder sind dann nochmal, wenn der Milchpreis mal kacke ist oder so, und für den Hofladen ist das eh immer gut. Das reicht da, die 8 Viechers. Ja, man muss ja auch nicht immer Fleisch im Hofladen haben, und mal muss man ja leider auch eine Milchkuh schlachten, deswegen ist das immer so, ja. Und ja, mit den Dings müssen wir mal insgesamt schauen, wie sich das so auswirkt mit dem Hofladen. Aber der läuft eigentlich gut, wir haben immer gut Kunden. Das wird auch immer schön leer gekauft in unserem Laden, also das läuft wirklich. Und meine Frau macht da ja allerdings auch noch so einiges mit Marmelade und weiß der Geier. Wir haben noch eine Streuobstwiese, wenn man jetzt hier, ja, ich muss kurz überlegen, welche Richtung das ist. Wenn man jetzt rechtsseitig führt ja da die eine Hauptstraße raus, und da ist eine Streuobstwiese von uns, wo dann auch noch ein paar Sträucher und so stehen. Also, ja, und in unserem Garten haben wir auch einiges an Gemüse und so, und das ist jetzt auch so, dass das so viel ist, dass man da jetzt das nicht unbedingt alles braucht. Und ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch Kartoffeln in meine Fruchtfolge integrieren. Wie genau ich das dann mit den Geräten mache, weiß ich noch nicht. Allerdings ist hier auch ein Kartoffelbauer im Ort, der recht neue Geräte hat. Und der meinte auch mal, dass ich ihm günstig welche abkaufen könnte, wenn ich mir die dann halt mit seinen Geräten selber rode und so. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir uns da vielleicht mal 2, 3 Hänger holen für den Hofladen. So, jetzt mache ich wieder hier. Allerdings würde ich die dann halt auch noch gerne eventuell dann waschen. Da können wir ja, das hat ja die Beiwahr da so eine große Waschanlage, eine stationäre, auch für Zuckerrüben natürlich und Futterrüben. Gut, Zuckerrüben werden da selten gewaschen, aber man kann die rein theoretisch damit waschen, weil das machen die ja normal eigentlich immer da bei der Fabrik. Ja, aber wie gesagt, und dann bräuchten wir halt noch irgendwo, müssen wir gucken, ob man irgendwo eine Sortiermaschine findet, eine günstige. Ja, weil das wäre schon nötig. Auf jeden Fall. So kriegt man da dann natürlich auch mehr Geld für. Und am Ende brauchen wir die Einnahmen einfach, weil, ja, wir haben jetzt nicht ganz so viel Umsatz zurzeit. Und wenn wir dann auch mit unseren Milchkühen alle noch keine Milch geben, das ist halt schon wenig. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine Zeitraumaufnahme. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und dann bis gleich.
Da bin ich wieder. Ja, wir haben jetzt alles weggemacht. Ja, also ging ganz gut. Ich muss jetzt sagen, wir müssen einmal gucken, wie viel Gülle wir haben. Das interessiert mich jetzt mal. Wir haben da ja zum Glück so ein Füllstandsmesser. Wir können da reingehen und mal gucken. Wir können hier so mehr Füllstand haben wir hier. Oh, so 16 Kubik. Aber insgesamt gehen hier 60 Kubik rein, ne? Hier waren es 60, die da reingingen, und hier drüben waren es 50. So. Wir gucken hier einmal. Hier haben wir auch so einen Stab. Zack. So. Und hier haben wir nochmal 16, also in beiden 16. 16 plus 16 sind 6 plus 6 sind 12, sind 32 Kubik. 32 geteilt durch 8. Heide Witzke. 8, 16. Oh Gott, bin ich echt lost. Ja, 4 Fässer. Mist haben wir auch einiges. Hier hinten ja auch noch. Mist hat mich allerdings ein Kollege gefragt, ob er sich mal einen Hänger holen kann. Ich weiß gar nicht, was geht in seinen Hänger. 5 Kubik irgendwie so. Und dafür würde er mir dann einen Schlacht geben für einen Schnitt. Beziehungsweise, er weiß noch nicht, vielleicht sogar mehrere Schläge. Weil der da eh, der macht das so ein bisschen nebenerwerbsmäßig und so. Und da, ja, der braucht halt den Dünger, weil er hat keine Viecher. Und unbedingt, wenn da das Wetter schlechter ist, Silage, das kostet ihm zu viel. Wenn er da dann Lohne und so anheuern muss, der macht immer so nebenher Heu mit so einer kleinen Ballenpresse. Und ja, deswegen hat er eigentlich mit seinem Silo, hat er das eh übrig, und das wäre so eine Win-Win-Situation für uns beide. Ja, so. Zum Glück existieren noch die alten Aufzeichnungen, da können wir so gucken, wie viele Wagen da ungefähr oben reingehen. Da muss ich nochmal gucken. Ich habe mir aufgeschrieben, wie viel wir beim letzten Schnitt reingefahren haben. Und dann können wir da noch mal gucken. Bei dem Stroh muss ich allerdings, vielleicht will ich da ja auch noch ein bisschen Stroh hochfahren. Oh. Aber als Ballen ist es eigentlich auch praktisch, Stroh. Ja. So, wir fahren den einmal zum Händler. An dem Händler habe ich... Ey, der Witz, Gott, das hat jetzt niemand gesehen. Dem Händler habe ich gesagt, er soll mir auch schon mal ein Angebot fertig machen. Für jede Maschine einzeln und dann für alle drei. Aber wir dann gucken, ob er mir da noch Rabatt gibt. Dass ich halt erstmal weiß, wie viel so jede Maschine kosten würde. Dann noch eine Menge Rabatt. Wie gesagt, das wäre ja jetzt der Ding hier, der Schwader. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ja, vielleicht müssen wir nochmal wenden. Ich muss mal gucken. Sonst muss ich mir den halt nochmal holen. Und der Maishäcksler da. Also, der hat hier jetzt auch nicht ganz so viel stehen. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber der macht das, glaube ich, auch nebenberuflich. I don't know. Na, wobei, hauptberuflich macht er das. Ah, der betreibt ja noch den Landhandel nebenher noch. Zumindest Teil, also hilft er da. Und, also ein paar andere Sachen hat er natürlich auch immer zu tun. Werkstatt ist immer viel los. Gut, ich mache ja meinen ganzen Kreml da selbst. Weil, wieso in die Werkstatt, wenn man es selbst kann, nicht? So. Dann nehmen wir ja schon mal den Schmarder mit. Passt auch ganz gut vom Gewicht her. Am Frontlader muss ich dann nochmal gucken. Der kippt immer so nach unten weg. Deswegen weiß ich da jetzt nicht genau, woran das liegt. Heiliger Witzker verschallen. Wie gesagt, da muss ich mal gucken. Und das soll. Aber ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal von der Folge gewesen sein. Also, wir fahren mal hier rein. Ja, gerne Daumen nach oben da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Gerne auch, das sage ich selten, aber gerne auch Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und natürlich ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. We are farmers, farmers.